Wer hat Tattoo? Sonja, müssen die so aussehen? Ja, die muss so aussehen, weil ich bin die Zuckerwatte. Natürlich, Schatz. Ihr kriegt alle eine. Sogar hier hängt die Zuckerwatte. Das Dumme ist, ich bin Linkshänder und der Löffel ist nicht auf Linkshänder ausgelegt. Das ist echt ein... Ja! Du siehst gar nicht entspannt aus gerade im Moment. Doch, ich bin tiefenentspannt. Müssen die echt so aussehen? Ja, eine Zuckerwatte mit Streusel. Eine Zuckerwatte mit Streusel, ja. Zuckerwatte mit Streusel? Oh, möchte ich gleich auch. Eieiei. Der gute Wille zählt. Ich hab dir gesagt, das klappt nicht. Guck mal, die fallen runter. Aber im Gedanken sind sie drauf. Genau, soll ich dir das einfüllen und du hängst das weg mit dem Stäbchen? Ja. Wenn du den Stab nicht reinschüttelst. Ah ja, der ihr verlangt aber schon viel Stoff. Stopp, 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 aber wenn du die da reinschüttelst, hast du auch... Und denkst du deinen Aufgaben? Irgendwie bin ich hier geistig etwas überfordert. Ja. Boah, die Spinne war aber schnell. Ja, ich habe Spider-Man mitgebracht. Ach, guck mal, die sieht doch schon fast perfekt aus. Guck mal, perfekt ist zu Frostbeuse. Kann man essen, oder? Schmeckt's? Bereit? Moment. Natürlich bin ich bereit. Alright? Ja. Ich glaube, das muss nicht so sein. Cool aus. Ja, ich wachse mit meinen Augen. Ja. Ey, die sehen schon perfekt aus. Ja, die wird irgendwie mal besser, gell? Ey, guck mal, guck dir.
Was? Übung macht den Meister. Das war ein bisschen außer Müll. Willst du gleich mal probieren? Ja. Du musst den Mund weit aufmachen. Also du musst das hier über diesem Loch halten dann, ja? Ja, komm mal rum. Okay? Also irgendwie meine Vorderwand, halt haben wir irgendwie Sachen. Komm mal, ich bin nicht schnell. Ich das einfach so heute. Ja, cool. Hier. Oh, guck mal, wie der das macht. Der kann es ja besser als ich. Ja, der ist jetzt eingestellt. Ey, Tina! Wo ist die andere Tasche? Möchte. Mit Hintergrund ist immer schön wegen dem See da. Ne? Genau. Deswegen Ziel. Ah, was hast du? Mein Mann? Ah, das ist der Mann. Palüm, palüm. Bei der Feuerwehr, ich hole mal die Klappe. Zunächst einmal denke ich, haben jetzt die Organisatoren, die dieses Ruhrsee-Event geplant haben und allen Spendern, die das auch finanziell mit unterstützt haben, von allen Teilnehmern einen riesengroßen Applaus verdient! Ich stelle mich ganz kurz selber mal vor, damit ihr wisst, wer hier vor euch steht. Ich bin seit August unten im Ahrtal als Katastrophenhelfer im Einsatz mit einem Spendenprojekt, 5-Euro-Haus. Viele von euch kennen das Projekt, läuft sehr erfolgreich. Über das Projekt habe ich dann auch Nadja Eiche kennengelernt und wir haben parallel praktisch unsere Projekte am Laufen. Nadja mit dem Titel Einfach machen Patenschaften und mein Projekt heißt 5-Euro-Haus und das Gute ist, wir ergänzen uns, wir sind überhaupt keine Wettbewerber, wir tun uns gar nichts, wir helfen uns, denn es geht nur in diesem Projekt um euch. Es geht nur um die Menschen und wir haben, und das ist wirklich fantastisch, Nadja, na, das muss man so sagen, wir haben überhaupt keine Eigeninteressen. Wer hat jetzt das bessere Projekt? Wer macht die geilsten Fotos? Wer macht die schönsten Videos? Vollkommen egal. Nadja und ich sind zwei, die sich auf die Fahne geschrieben haben, zu helfen, wo immer es nur geht. Dazu zählen heute auch natürlich, möchte ich auch nochmal ganz, ganz herzlich danken, Björn und Esther Zink und die ganze Familie, die ja das Projekt von Dennis betreuen. Jawohl! Genau da sind wir mega erfolgreich. Dann habe ich gesehen, Peter Terporten ist da, der ist von der Aloysius-Jugend. Da sind wir ebenfalls im 5-Euro-Haus. Projekt mega erfolgreich. Dann haben wir da, habe ich zufällig eben auch gesehen, Simone, wo bist du? Simone Meier? Da, genau, Simone Meier. Und Sascha ist auch da, den sehe ich gerade zum ersten Mal heute wieder, ja. Simone und Sascha Meier betreuen wir seit September, glaube ich, mit einem mega Erfolg. Also super erfolgreich dort. Wiederaufbau, Finanzen, sieht alles auch dunkelgrün aus. Ich glaube, Sascha, wir haben ganz viel erreicht. Also speziell die, die das ganze Objekt betreut haben. Also wir sind... Ja, super. Wir sind wirklich sehr glücklich, dass so viele Menschen sich engagieren. Wir sind sehr glücklich, dass wir heute euch auch begleiten dürfen. Wir sind natürlich ehrenamtlich unterwegs, machen das mit viel Herzblut. Und deswegen ist unsere Bitte an euch, dass wir, gleich wie Nadja und auch ich, weil ich gleich in Aktion trete, dass wir richtig gute Stimmung machen, dass wir ganz viel Spaß haben, ganz viel Freude haben. Egal was passiert, Hauptsache wir haben Spaß. Einverstanden? Ich sage mich selber an, mein Name ist Jörg. Ich bin Zauberkünstler. Und wisst ihr, wie der weltbeste Zauberkünstler heißt? David Copperfield.
Und wisst ihr, was David Copperfield über mich gesagt hat? Er hat gesagt, Jörg aus Deutschland kenne ich nicht. Und ich bin gespannt, wie gut ihr zählen könnt. Ich habe für euch einen Bindfaden mitgebracht. Und diesen Bindfaden, den werde ich jetzt für euch zerreißen. Und ihr zählt mal mit, wie oft ich den jetzt zerreiße. Seid ihr bereit? Okay, es geht los. Sehr gut. 3, 4 und einmal noch, dann sind es. Genau. Und jetzt schaut er mal her. Zauberkünstler versuchen ja Unmögliches möglich zu machen. Und ihr passt ganz genau auf, wie ich jetzt versuchen werde, für euch zu zaubern. Seid ihr bereit? Okay. Wie ist dein Vorname? Hast du vergessen, könnt ihr mal kurz helfen, wie ist dein Name? Julia, okay, Julia, musst du den merken. Nehmen wir den Knäuel hin. So, machen wir jetzt hier an den Luftballon rum, den Faden. Und jetzt, Julia, jetzt brauche ich deine Hilfe. Puste einmal auf den Vogel. Ja, die Frage war natürlich sofort, wie hast du das gemacht? Und ich werde euch das Geheimnis verraten. Das Geheimnis der Zauberei ist echte Magie! Echte Magie! Und ich habe für euch echte Magie mitgebracht. Ich frage euch doch mal, was ist das Geheimnis echter Zauberei? Es ist die Magie! Ihr seid Weltklasse. Ich habe für euch zwei Menschen mitgebracht. Einmal der Herr Schwarz. Der Herr Schwarz wohnt in dem Haus mit den schwarzen Steinen. Und auf der anderen Seite habe ich für euch mitgebracht den Herrn Weiß. Und der Herr Weiß wohnt in dem Haus mit den weißen Steinen. Und diese beiden Männer werden gleich die Plätze tauschen. Und damit der Platztausch funktioniert, brauchen wir echte Magie. Genau. Wir brauchen echte Magie. Das Magie für die Eier. Seid ihr bereit für den Männertausch? Es geht los. Denn noch, liebe Kinder und liebe Eltern, wohnt der Herr Schwarz in dem Haus mit den schwarzen Steinen. Und jetzt kommt sie ins Spiel, die Magie. Lauter. Und noch wohnt auf der anderen Seite der Herr Weiß. Und der Herr Weiß wohnt in dem Haus mit den weißen Steinen. Und jetzt kommt sie ins Spiel, die Magie. Ihr seid Weltklasse. Simsalabim, oh Trickkochin. Und wenn es geklappt hat, wohnt jetzt plötzlich der Herr Weiß in dem Haus mit den schwarzen Steinen. Der Wahnsinn, ja? Und auf der anderen Seite wohnt jetzt plötzlich der Herr Schwarz in dem Haus mit den weißen Steinen. Und ich werde jetzt diese beiden Männer für euch noch einmal zurücktauschen. Seid ihr bereit? Es geht los, liebe Kinder und die Kleinen und die Großen. Noch wohnt der Herr Weiß in dem Haus mit den schwarzen Steinen. Jetzt kommt sie ins Spiel, die Magie. Und noch wohnt auf der anderen Seite der Herr Schwarz in dem Haus mit den weißen Steinen. Und jetzt kommt sie ins Spiel, die Magie. Ihr seid Weltklasse. Simsalabim, Trick dahin, und wenn es geklappt hat, wohnt jetzt wieder der Herr Schwarz in dem Haus mit den schwarzen Steinen. Und wenn es geklappt hat, wohnt jetzt wieder der Herr Weiß. Und der Herr Weiß wohnt tatsächlich wieder in dem Haus mit den weißen Steinen. Der Trick ist der Wahnsinn, ne? Total. Oh, das ist heute mit Magie. Ja, das ist Wahnsinn, ne? Wie heißt du? Melli! Ja, schon zwei. Guck mal, meine Freundin heißt auch Melli. Ist auch gerade hier. Ja, und sollten einige von euch jetzt denken, ich habe die Männer gedreht
um eure Gedanken zu lenken. Dann seid ihr clever und ganz schön schlau. Es geht weiter mit der Show. Dankeschön. Ja. Und dann fragen mich die Kinder manchmal, wie bist du Zauberkünstler geworden, wie bist du Zauberer? Ich habe einen Zauberkünstler gesehen und es war ein Zauberkünstler, der hat nichts anderes gehabt als einen Regenschirm. Und er war in der Lage, den Regenschirm zu verzaubern. Und um einen Regenschirm zu verzaubern, brauchen wir... Ihr seid besser. Aber wir brauchen auch noch ein Zauberbeutel. Und wir brauchen, neben dem Zauberbeutel, brauchen wir auch noch ein paar Zaubertücher. Und ihr könnt die Farben mal mit reinrufen. Welche Farben? Weiß. Rot. Blau. Und? Wahnsinn. So, jetzt wisst ihr also schon, wir brauchen ein Regenschirm, wir brauchen einen Zauberbeutel, wir brauchen Zaubertücher und wir brauchen noch einen Zauberspruch. Wer kennt einen Zauberspruch von euch? Ja, packst du mal? Der ist neu, den kann ich noch nicht, den nehmen wir. Hokus Pokus, auf drei. Seid ihr bereit, so laut wir können? Auf drei. Hokus Pokus, seid ihr bereit? Eins, zwei, drei. Hokus Pokus. Oh. Moment mal, was ist los? Das ist doch der, Sekunde mal, das ist doch der von meinem Regenschirm. Da bin ich, jetzt bin ich gespannt, was passiert ist. Lasst uns mal nachschauen, was mit dem Regenschirm passiert ist. Oh, er sieht aus wie ein Sonnenschirm. Und so bin ich Zauberkünstler geworden. Indem ich einen Regenschirm in einen Sonnenschirm verzaubert habe. Yay, super. Und ich möchte euch jetzt mal jemanden vorstellen, der ist gerade erst in die Schule gekommen. Wer ist denn schon in der Schule bei euch? Okay. Und der kommt bald in die Schule. Hey, einige. Und schaut mal, ich möchte euch... Das ist Karl der Käfer. Karl der Käfer, der geht jetzt nämlich in die 1, 2, in die zweite Klasse. Und wenn der Karl der Käfer in der zweiten Klasse ist, dann lernt er zu zählen bis... 1, 2, 3, 4. Bis 4, Knaller, ne? Und wenn er bis 4 zählen kann, kommt er in die 1, 2, 3, dritte Klasse. Und wenn der in der dritten Klasse ist, dann lernt er zu zählen bis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wenn der bis 6 zählen kann, dann kommt er als nächstes in die fünfte Klasse. 1, 2, 3, 4, 5. Und wenn er bis 5 zählen kann, und wenn er bis 5 zählen kann, dann lernt er zu zählen bis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, bis 14. Hammer, bis 14. Weißt du, was der Hammer ist? Ein Werkzeug. Und wenn er bis 14 zählen kann, dann kommt er diese 14 silbernen Käferpunkte. Ein Applaus für Karl den Käfer. Und jetzt muss ich euch was verraten. Liebe Kinder, die Kleinen nach den Großen, ihr bekommt das ja gerade mit. Wir müssen anfangen zu sparen, ne? Habt ihr mitbekommen, Dennis, ne? Wir müssen anfangen zu sparen. Nicht nur Strom, nicht nur Gas, sondern auch Wasser. Ja? Und jetzt müsst ihr was wissen. Ich wohne ja in einem total verrückten Hochhaus. Und auch bei uns im Haus gibt es jetzt eine Bestimmung. Das nennt man auch Verordnung. Die sogenannte Badewannenwasserstöpselverordnung, kurz BWSV 0815. Und diese Verordnung, diese Bestimmung, die besagt, dass die Kinder aufgrund des Wasserverbrauchs nicht mehr gleichzeitig baden dürfen. Und damit das funktioniert, hat man ein ganz neues System eingebaut. Eine sogenannte Badewannenwasserstöpselverordnung, die funktioniert mit dem Badewannenwasserstöpsel-System. Und das System, jetzt schaut mal genau hier, funktioniert folgendermaßen. Wenn der Andreas
in der Badewanne sitzt und der Andreas den Stöpsel gesetzt hat, ja? Aber der Bernd das jetzt nicht weiß und der Bernd den Stöpsel ebenfalls setzt, dann wird der Stöpsel von Andreas automatisch gezogen und der sitzt auf dem Trockenen. Und da das ganze System sowohl waagerecht, diagonal als auch senkrecht funktioniert, heißt es bei uns, die Kinder müssen sich untereinander abstimmen. Der Andreas mit dem Bernd, die Claudia mit Andreas, der Bernd mit der Claudia, die Doris mit dem Bernd und der Andreas mit der Doris. Verrückt, ne? Jetzt kommt das ja schon mal vor, dass die Kinder trotzdem einen Streich spielen, ne? Und dann setzen die trotzdem den Stöpsel genau gleichzeitig. Und wenn das gemacht wird, dann ist das ganze System kaputt. Und es besteht die Gefahr, dass es zu einem Rohrbruch kommt. Ja, in diesem Fall ist der Hausmeister sofort anzurufen. Denn nur der Hausmeister als gelernter Bademeister und geübter Hausmeister ist in der Lage, das System so zu reparieren, dass das am Ende praktisch wieder wie am Schnürchen funktioniert. Und liebe Kinder, denkt beim Baden bitte stets daran, eine aufrechte Körperhaltung einzunehmen. Denn ich darf euch verraten, wem das Wasser bis zum Hals steht, der soll den Kopf nicht hängen lassen. Dankeschön. Ja, die Frage kommt ja immer wieder, wie hast du das gemacht? Und ich zeige euch mal ein Kunststück und dann werde ich dir genau sagen, wie ich das gemacht habe. Bist du bereit? Perfekt. Du bist der Sohn von der Nadja Ochs, den Vornamen musst du nochmal sagen. Dein Vornamen. Stefan, genau, Stefan, ich habe es nicht mehr gewusst, entschuldige. Stefan auch im 5-Euro-Haus-Projekt mit seiner Mutter. Auch dort sind wir seit vielen, vielen Monaten sehr erfolgreich in Bad Neuenahr. Richtig, ne? Ja? So, und jetzt ist die Frage, wie habe ich das gemacht? Und ich werde euch das mal zeigen mit... Wasser? Nein. Mit diesem Teil. Die Eltern kennen das. Ich habe bestimmt schon mal jemanden angerufen und plötzlich ist die ganz falsche Person am Telefon. Kennt ihr, ne? Ja. Dann habt ihr die falsche Nummer gewählt, stimmt? Da habt ihr die falsche Nummer gewählt. Da sprechen wir von dem berühmten Zahlendreher. Und das, was ihr hier seht, ist ein echter Zahlendreher. Es geht los. Die Würfel sind gefallen, es kann also losgehen. Ihr seht jetzt hier die Zahlen von 1 bis 4. Oder umgekehrt, von 4 bis 1. Um jetzt zum Ursprung von 1 bis 4 zurückzukommen, brauchen wir nur einen Zahlendreher. Und wir brauchen noch ein Wort. Ein Wort, das steht sogar im Duden und heißt Abracadabra. Und jetzt die Frage, wie hast du das gemacht, Stefan? Darauf gibt es nur eine Antwort. Gut. Zweite Frage, kannst du das noch einmal machen? Ja, natürlich kann ich das sehr, sehr gerne für euch noch einmal machen. Abracadabra. Das Wort Abracadabra steht im Duden für eine Zauberformel, steht aber auch für sinnlos und unverständlich. Und genau das werde ich jetzt für euch gerade, oder besser gesagt ungerade, einmal tun. Etwas Sinnloses und Unverständliches. Und wenn die Menschen dann kein Verständnis mehr für das haben, was gerade passiert ist, fangen sie an die Magie der Zahlen zu glauben. Und sie denken sich, naja, wahrscheinlich kannst du es am Ende dann doch wieder drehen und auch wenden, wie du willst. Wahrscheinlich kommt am Ende dann doch immer wieder das Gleiche dabei heraus. Eine Zahlenkombination von 4 bis 1 oder von 1 bis 4 ist ja eine klare Struktur. Und jede Struktur gibt uns in unserem Leben Sicherheit. Aber was passiert, wenn die Struktur einmal aus den Fugen gerät? Nun, ich sage euch, wenn das passiert, dann wiederum ist es gut, wenn du einen echten Zahlendreher dabei hast. Und zum großen Finale dürft ihr jetzt aktiv
die vier mit ins Geschehen eingreifen. Stefan, du darfst mir helfen. Stefan, du darfst sitzen bleiben. Du darfst mir aber eine Zahlenkombination sagen von 1 bis 4 in beliebiger Reihenfolge. Und ich werde die Zahlen hier der Reihe nach auf die Punkte schreiben. Mit welcher Zahl soll ich beginnen, Stefan? 2. Mit der 2. Mhm. Okay. 1. 1. Und zum Schluss die 3. Alles klar. Stefan, vielen, vielen Dank für deine Hilfe. Wir schauen mal, was passiert. Liebe Gäste, die Großen und auch den Kleinen, ihr werdet gleich sehen, wie sich wieder eins zum anderen fügt. Jetzt und auch in Zukunft heißt es, alle guten Dinge sind 3. Wir sollten es nicht verpassen, auch mal mit zweierlei Maß zu messen. Und wenn wir entspannt zusammenkommen, dürfen wir auch mal ganz elegant alle Viere von uns retten. Aber genau. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Und jetzt habe ich wieder etwas aus dem Tal mitgebracht. Und zwar, vielleicht wisst ihr das. Wir Helfer, wir wissen das natürlich alle. Aber wie heißen die Fische, die unten in der Arsch schwimmen? Die haben Spitznamen bekommen. Wer kennt den? Ganz laut. Zindlinge, ne? Die Fische in der A, die heißen nämlich Zindlinge, genau, weil der Markus Zintel, als freiwilliger Helfer unten geholfen hat, das Flussbett frei zu machen und ist mit schwerem Gerät in die A hineingefahren. Und dann hat man gesagt, du darfst nicht arbeiten wegen der Fische. Ich meine, die A war ja kurz nach der Katastrophe, da war ja nichts mehr drin, außer Dreck, ne? Und dann hat man Angst gehabt, nicht? Und ich habe für euch einen echten Zimtling mitgebracht. Darf ich euch den zeigen? Aus der A, ein echter Goldfisch. Hier ist er, der Zimtling. Yay! Super. Und dieser Zimtling, der hat magische Kräfte. Der kann nämlich rüberschwimmen. Und zwar von der unteren Wasserbehörde zur oberen Wasserbehörde. Dafür brauchen wir einen Zauberspruch. Und der geht ganz einfach. Zintel, 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 ich schwimm durch jeden Winkel und zack ist der Fisch bei der oberen Wasserbehörde angekommen. Und Moment. Und was gibt es zu tun bei der oberen Wasserbehörde? Da muss man erstmal ein Formular ausfüllen. Und zwar ein Antragsformular auf ein Antragsformular. Und das Ausfüllen eines Antragsformulars auf ein Antragsformular ist genauso spannend wie Segeln ohne Wind, Häkeln ohne Wolle, Pizza ohne Teich oder Schweißen ohne Draht. Also denkt sich der Fisch, ich schwimme zurück. Zintel, 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 ich schwimme durch jeden Winkel und zack ist der Zintling wieder auf der anderen Seite angekommen. Was ist immer gekriegt? Und weißt du was? Jetzt kommt doch erst der ganz große Hit. Der Fisch kann auch springen. In die Mitte. Und noch ist das Kunststück nicht vorbei. Ich habe Zintlinge der Stückzahl 3. Ja, Dankeschön. Ja. Und jetzt sind wir schon. Jetzt sind wir schon bei den Tieren. Mhm. Und ich habe jetzt für euch, liebe Kinder, auch die Großlöffel, ein paar Tiere mitgebracht. Und ich bin gespannt, ob ihr schon wisst, wie die Tiere heißen. Es geht los. Was haben wir? Sehr gut. Nächster? Bahnhof. Lauter, ich will wissen, ob ihr es könnt. Okay, so, und jetzt Luisa, wer ist Luisa von euch beiden? Und du? Wo war denn Luisa? Luisa? Von Björn, die Tochter. Oder wie heißt denn deine Schwester? Luisa, nicht? Sag mal ganz kurz. Felina, Julia, ich hab mich versprochen. Julia, also der Name war richtig nochmal? Julia. Achtung, es geht los. Julia, du darfst mir jetzt eine Zahl sagen. Zwischen 2 und 11. Irgendeine Zahl? 10, okay?
Achtung, es geht los. Warte her. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aber jetzt schaue ich nicht, welche Karte jetzt kommt. Und jetzt möchte ich euch bitten, alle ruhig zu sein. Ich zeige euch jetzt die Karte. Ich zeige euch das Tier. Aber bitte keiner verrät das Tier. Einverstanden? Okay. Und du lernst es auswendig, ja? Okay, nichts verraten. Bitte ganz ruhig. Okay? Julia. Und ich werde jetzt gleich versuchen, das Tier wiederzufinden. Ein bisschen magisch. Und wenn mir das gelingt, ja, dann, wenn ich dein Tier wiederfinde, dann machst du Folgendes. Du stehst auf, reißt die Hände auseinander und rufst, Jörg, du bist der Beste. Das üben wir mal. Hinstellen auf den... Super, noch nicht klatschen, weil ich höre, ist ja nichts passiert. Julia, ich werde jetzt versuchen, dein Tier zu finden. Mit Magie. Seid ihr bereit? Ein Applaus für Stefan! Super, Stefan! Super! Ganz, ganz toll! So, liebe Kinder, wir kommen langsam zum Ende! Wir kommen langsam zum Ende. Ich habe noch etwas für euch mitgebracht. Ein echtes Springseil. Und meine Frage an euch. Wenn ich ein Springseil durch, Entschuldigung, wenn ich aus einem Springseil drei Seile machen möchte, was muss ich tun? Zaubern. Auch? Das werde ich auch gleich, ja? Zaubern, ich mache aus einem Springseil drei und zwar muss ich es ganz einfach durchschneiden. Und meine Frage an euch, wie oft muss ich ein Seil durchschneiden, damit es am Ende drei Seile werden? Wer weiß es? Einmal. Zweimal, genau, okay?
Achtung, ihr schaut her, dass ich hier alles richtig mache. Ihr passt genau auf. Ich nehme das Seil. Bleibt zweimal durch. Und ihr schaut genau hin. Ist das Seil durch? Gut. Wenn ich irgendwas falsch mache, dann ruft ihr Seil. Seil durch. Perfekt. Und jetzt machen wir es halten. Wir zählen jetzt gemeinsam, ob es auch wirklich drei Springseile sind. Und zwar gleich lang. Bereit? Ein Ritt und Seilnummer? Perfekt. Seilnummer? Seilnummer? Okay. Und jetzt werde ich für euch zeigen. Jetzt gleich werde ich für euch zeigen. Kannst du mal drauf pusten? Ach, schon habe ich hier ein kurzes Seil, so einen kleinen Regenwurm. Hier vorne habe ich ein verschieden langes Seil. Und wisst ihr, wie dieser hier heißt? Das ist der Lange-Lulatsch. Und mit eurer Hilfe, mit eurer Zauberpuste, werde ich jetzt die Seile wieder sehr klein zaubern. Holt schon mal tief Luft, bitte. Super. Nummer 1. Dennis, du schaust ein bisschen kritisch. Glaubst du, eins von diesen drei Seilen ist präpariert? Nein, das ist auch falsch. Wir sind alle drei präpariert. Ich schenke dir eins. Das steckst du ruhig ins Portemonnaie. Dann hast du immer was drin. So, und jetzt brauche ich... Julia, noch mal deine Hilfe. Trinkst du schon Kakao? Ja, perfekt. Und mit welcher Hand rührst du den Kakao um? Mit der? Weil ich mal das gemacht. Ein Zauberknoten, meine Zauberassistentin, wir halten das ganz stramm, Julia. Und du pustest mal auf den Knoten. Die spucken, pusten rein. Super. Und dann schauen wir mal. Man kann ja auch hier gut schauen. Und schauen wir, wir machen was verrückt ist. Was ist mal los? Man kann die Knoten tatsächlich vom Seil ganz abnehmen. Und das Seil ist wieder ein ganzes Seil. Und du bekommst das Seil als Geschenk von mir. Und du bekommst einen Riesenapplaus vom Publikum. Danke dir. Und das war's von mir für euch. Meine aufhören. Okay, wir machen eine Zugabe. Okay, wir machen eine kleine Zugabe. Und zwar, ihr kennt das auch, ihr schaut in den Briefkasten rein und der Briefkasten, der gerade noch leer war, ist plötzlich voll. Mit Werbung. Ja, wir haben das bei uns zu Hause mal nachgezählt. Wir bekommen 16 von diesen Broschüren in der Woche. 16. Mittlerweile haben wir uns einen Spaß daraus gemacht. Das heißt, wir nehmen diese Broschüre und reißen die viermal durch. Und wenn man das viermal durchreißt, Achtung, bekommt man am Ende 16 unterschiedliche Abschnitte. 16. Und diese Abschnitte, die legen wir zu Hause aufeinander. Dann sagt der eine zum anderen eine Zahl zwischen 1 und 16. Sagen wir mal als Beispiel 5. Dann zählen wir den fünften Abschnitt von oben ab. Und das Produkt, das wir dann sehen, das kaufen wir dann. Das müsst ihr mal machen, das macht total Spaß. Ich habe zum Beispiel letztens ein ganzes Schloss habe ich gekauft. Aber irgendwie sieht das Schloss aus, als sei das Schloss auch Sand. Als sei das Schloss auch Sand. Bisschen mehr. So. Und jetzt bin ich mal gespannt. Wer hat Lust, mir mal zu helfen hier? So, nehmen wir mal den jungen Mann hier. Genau. Bleib ruhig sitzen. Das Schloss werde ich für dich noch knacken. Wie ist dein Vorname? Leon. Schöner Name. Selber ausgedacht. Leon. Also das Schloss werde ich für dich noch knacken. Sag mir bitte eine Zahl zwischen 1 und 16. 12, meine absolute Lieblingszahl. Es ist die einzige Zahl, Leon. Die kommt vor der 11
und nach der 13. Ungefähr kommt nach der 11 und vor der 13. Und dass die 12 meine Lieblingszahl ist, das sage ich nicht nur so. Das sage ich auch bei jeder anderen Zahl. Ich werde diese Broschüre aber nicht 12 Mal zerreißen. Ich werde es genau 4 Mal tun. Einmal habe ich es bereits getan. Einmal. Mama, nur einmal. Ja, jetzt kommt 2. Zweimal. Jetzt kommt 3-mal, genau. 4-mal. Ja, perfekt. Und jetzt ist 4. Perfekt. Und jetzt, liebe Kinder, zählen wir gemeinsam bis 12. Und dann schauen wir, welches Produkt liegt auf Position 12. Es geht los. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, Moment, ich gucke erstmal 11, was wäre 11? Leon, 11 wäre eine Rewe-to-go-Quarkcreme gewesen. 11, eine Quarkcreme. Wir kommen zur Nummer 12, ne? Was ist 12? 12? Ja, was ist das? Nimmst du mal, was ist es? Salzbrezel ist die 12. 12 ist die Salzbrezel. Hier kommt 13 und 13 ist... ein Carpaccio-Spargel-Cremesuppe. Aber Leon, du hast 12 gesagt. Und es ist, sag doch mal laut, Salzbrezel. Und ich hab versprochen, ich werde das Schloss für dich noch knacken. Und da sind sie, deine Mini-Salzbrezel. Und hier kommt sie. Und da ist dein Applaus. Dankeschön. Dann machen wir gleich weiter hier. Musik auch hier. Peter Terpotzen ist ja schon mit am Start und hier werdet ihr gleich Gas geben. Wir freuen uns auf eure Musik. Auch hier ganz tolle Information. Auch Peter ist bei uns im Projekt 5 Euro Haus mit drin. Wird betreut von Clemens Meyer. Der kommt übrigens aus meinem Ort. Ich wohne in der Nähe von Stuttgart. Und wir betreuen auch die Aloysius-Jugend aus Ahrweiler und haben mit einem Mega-Erfolg alle Instrumente wieder beschafft. Wir beschaffen euch auch noch die Garderobe. Es sieht top aus, Peter. Du bist sofort zu mir gekommen und hast gesagt, Mega-Projekt, ich freue mich für euch, aber wir alle freuen uns für euch, denn viele Menschen haben Unmögliches möglich gemacht. Vielen Dank, dass wir heute alle hier sind. Euch allen. Dankeschön. Okay.